Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Planitzer Pyramide dreht sich wieder. Happy Feeling bringt weihnachtliche Stimmung ins Wohnzimmer und prominenten Torjäger zieht es nach Grimmitschau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ein wunderschöner Herbsttag geht zu Ende. Tag aktuell beginnt. Und damit herzlich willkommen. Es ist nicht zu übersehen, die schönste Zeit des Jahres, die Weihnachtszeit, ist angebrochen. Auch wenn in diesem Jahr die traditionellen Weihnachtsmärkte nicht stattfinden werden, sieht man bereits in vielen Fenstern die Lichterbögen leuchten und beleuchtete Bäume in vielen Städten der Region. Natürlich gehören gerade in unserer Region große Pyramiden zum Erscheinungsbild in dieser heimlichen Zeit. Publikumsmagnet ist da auch immer die Pyramide auf dem Oberplanitzer Markt. Traditionell findet bereits seit 1998 in jedem Jahr am ersten Advent das Andrehen genau dieser Pyramide statt. Jahr für Jahr sind es mehr Menschen geworden, die diesem Ereignis beiwohnen. Dank der Unterstützung ortsansässiger Händler und Handwerker wuchs Jahr für Jahr das Angebot an Speisen und Getränken. Auch der kulturelle Rahmen wurde immer umfangreicher. So war die Teilnahme des Planitzer Allianz Bläserchores, der Planitzer Schulen, der Lukaskirche und des SOS Kinderdorfes selbstverständlich. Auch der Weihnachtsmann durfte nie fehlen. Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail wurde die Pyramide gewartet und immer mit handgefertigten Figuren bestückt. Umso trauriger, dass bereits im Dezember letzten Jahres der Zählerkasten der Pyramide durch Vandalismus zerstört worden ist. Die gute Nachricht vorweg. Auch in diesem Jahr wird sich die Pyramide in der Weihnachtszeit wieder drehen. Heute Vormittag wurde sie von Mitgliedern des Schnitzvereins Planitz bestückt und die Beleuchtung wurde installiert. Es waren rührige Menschen, die auf den Missstand der Zerstörung aufmerksam geworden sind und unkompliziert geholfen haben, allen voran Mike Martin vom Bauzentrum Martin. Ja, wir haben das aus der freien Presse erfahren, stand zweimal ein Artikel drin, dass hier Vandalismus erfolgt ist. Und da haben wir gesagt, wenn es keiner macht, tun wir es. Wir haben seit Jahren, verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden und versuchen irgendwo zu helfen, wo dringend Geld gebraucht wird. Und die hat sich dieses Jahr angeboten, dass wir hier was tun. Beweggrund, Hintergrund war noch einmal, Enkelkind ist aus Planitz. Und da haben wir gesagt, wenn dieses Jahr keine Pyramide angedreht wird, dann sind die Kinderaugen sehr traurig. Und das war der Beweggrund, dass wir dieses Jahr uns für die Pyramide entschieden haben. Und Sie haben gleich noch jemanden mit ins Boot geholt? Ja, alleine geht es ja nicht. Wir sind ein Fachhandel. Wir haben also unsere Kunden ins Boot geholt. Einmal die AKE aus Reinsdorf, die Tiefverarbeitung durchführt. Und da waren wir gut aufgehoben. Die haben noch gute Kontakte zur ZEV. So sind die Arbeiten fachgerecht ausgeführt worden. Sicher auch eine schöne Geste, dass wenigstens, wenn es schon keine Weihnachtsmärkte gibt, sich hier die Pyramide dreht. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich traurig. Aber an die Situation kann man momentan leider nichts ändern. Es ist immer schön, wenn irgendwo Lichtel brennt und wenn irgendeine Pyramide sich dreht, wenn auch keine Leute da sind. Aber im Vorbeifahren, denke ich, ist es doch eine schöne Situation, die wir jetzt wieder wahrnehmen können. Auch für die Zwickauer Energieversorgung war es eine Herzensangelegenheit, mit dafür zu sorgen, dass sich die Pyramide am Oberplanitzer Markt wieder dreht. Die ZEV hat den Artikel in der freien Presse gelesen vom Herrn Stellner. Und da wir ein Energieversorger sind, der sich regional sehr engagiert und Vereine und Institutionen unterstützt, war für uns auch recht schnell klar, dass wir dazu einen Beitrag leisten wollen. Und haben uns dann überlegt, wie unser Beitrag aussehen könnte. Und schlussendlich haben wir uns dann dafür entschieden, den Verteilerkasten quasi kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wie finden Sie das persönlich? Also mich freut es sehr. Ich finde es schön, dass so eine Tradition wie ja, die Planitzer Pyramide unterstützt wird. Grundsätzlich sind wir ja in der Region dafür bekannt, dass wir sehr engagiert sind. Und ich persönlich finde das sehr gut. Heute Vormittag mit dabei Benjamin Strunz, der uns die ganze Geschichte erzählt hat. Ja, genau. Und zwar hatten wir letztes Jahr das Problem, dass direkt nach dem Pyramideandrehen der Verteilerkasten zerstört wurde durch Vandalismus. Und wir hatten dann darüber berichtet, beziehungsweise die ZEV musste da eine Notabschaltung vornehmen, weil da keine Sicherheit gewährleistet war. Und daraufhin
wurde darüber berichtet in der Presse. Freie Presse, Herr Stellner hatte darüber berichtet und daraufhin haben sich dann erfreulicherweise die ZDV und der Herr Martin gemeldet, um für den Schaden dort aufzukommen, also das für uns kostenneutral zu reparieren. Und heute ist ein schöner Tag, wir sind kurz vorm ersten Advent und die Pyramide wird sich definitiv wieder drehen. Ganz genau, darüber sind wir echt froh, weil der Schaden, der war weit über 1000 Euro und wir sind echt froh, dass es jetzt in Ordnung gebracht wurde. Die Firma AKE hatte dort die Tiefbauarbeiten vorgenommen für den Austausch des Zählerkastens und der Elektriker Christoph Habisch hat wie jedes Jahr die Pyramide wieder angeschlossen. Wir haben jetzt einen Probelauf gemacht und die Planitzer Schnitzer haben heute, wie man im Hintergrund sehen kann, die Pyramide bestückt mit den Figuren und jetzt ist die Pyramide einsatzbereit. Sie kann also in der Advents- und Weihnachtszeit wieder drehen. Gibt es einen direkten Start? Sonst war es ja immer der erste Advent mit viel Pomporium drumherum. Ne? Ja, leider müssen wir darauf dieses Jahr verzichten. Das ist echt bedauerlich. Wir haben auch viele Anrufe erhalten oder E-Mails bekommen. Und wir können leider keine Veranstaltung machen. Es ist verboten. Deshalb wird die Pyramide sich in der Advents- und Weihnachtszeit drehen. So wie es immer ist. Aber es gibt keine offizielle Veranstaltung. Um die Pyramide zu erhalten und zu warten, laufen natürlich Kosten auf. Da ist jede Unterstützung willkommen. Also wir haben auf unserer Webseite www.planetzerpyramideandrehen auch ein Spendenkonto eingerichtet. Erstens mal findet man alle Informationen zu der Veranstaltung, wann es wieder stattfindet, wie es stattfindet und so weiter. Und ganz am Ende der Webseite ein Spendenkonto, da ja auch Stromkosten trotzdem auflaufen. Wir dieses Jahr keine Einnahmen haben durch die Händler, die sonst das mit finanzieren. Wäre es schön, wenn sich jemand findet, der da auch ein paar Euro überweist. Natürlich war heute auch die Freude bei den Machern groß, dass ihr kleines Kunstwerk wieder läuft. Ja, wir sind auch froh, dass wir sie wieder andrehen können. Zwar, wie schon gesagt, leider Gottes nicht im großen Rahmen, aber die Pyramide gehört zu Weihnachten und zur Adventszeit dazu. Und deswegen sind wir auch froh, dass er dieses Jahr wieder angedreht werden kann und auch in Ordnung ist. Die Pyramide ist bestückt mit Figuren, die im Schnitzverein entstanden sind. Wie viel Arbeit steckt dahinter, so eine Figur fertigzustellen? Ja, es ist schwierig, eine Figur zu machen. Anders. Man muss rechnen im Schnitt für eine Figur zwischen 10 und 15, 20 Stunden. Man muss dann die farbliche Behandlung noch mitrechnen. Ja, so ein Dritter, 10 bis 20 Stunden in etwa dürften das sein. Sind das noch Originalfiguren, als die Pyramide entstanden ist oder wurde nach und nach ersetzt? Es ist ja auch gestohlen worden teilweise, ne? Das sind noch die Originalfiguren, wie wir sie beim allerersten Mal bestückt haben. Aber zwei oder drei Figuren mussten wir im Laufe der Zeit ersetzen, weil sie gestohlen wurden und nicht wieder aufgefunden wurden. Beziehungsweise sind auch welche kaputt gegangen, die wir dann repariert haben oder erneuert. In Ihrem Verein hat man sich ja sonst immer zusammengefunden, getroffen. Das ist ja jetzt alles schwierig. Wie arbeiten Sie innerhalb des Vereins derzeit? Das Vereinsleben ist eigentlich auch auf Null zurückgefahren. Also die dienstlichen Treffen sind abgesagt worden, dürfen wir nicht machen. Wir hatten im Sommer mal kurzzeitig, wo die Lockerung war, 3 Monate ungefähr wieder geschnitzt, aber jetzt im Oktober sofort wieder eingestellt. In Vorbereitung der Pyramidenaufbau haben dann 2, 3 Mitglieder getrennt oder dann im Verein die Vorbereitungsarbeiten gemacht und heute haben wir sie zu dritt wieder aufgebaut. Ansonsten stehen die Leute Gewehr bei Fuß, wenn irgendwo was gebraucht wird, dass sie mithelfen können. Wir haben ja genauso die Zwickauer Pyramide aufgebaut am vergangenen Samstag, wo mindestens immer 4 bis 5 oder 6 Mann benötigt werden, mehr als hier im Planitz. Und das haben diese Mitglieder auch gemacht. Also die werden im Endeffekt auf Abruf, stehen sie bereit und sind auch da. Leider Gottes können wir eben unsere Pyramiden andrehen und Tag der offenen Tür zum ersten Advent dieses Jahr nicht machen. Ist aus Corona-Gründen, aber wir hoffen, dass wir das dann nächstes Jahr das wieder durchführen können. Dann schauen doch auch Sie mal vorbei, vielleicht auf einem Spaziergang oder im Vorbeifahren, wenn sich die Pyramide auf dem Oberplanitzer Markt wieder dreht. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und bisher auch die Weihnachtsmärkte. Wir haben uns daran gewöhnt, es war selbstverständlich. Dieses Jahr ist nichts selbstverständlich. Auch die Weihnachtsmärkte in Sachsen sind durch die Pandemie betroffen. Teilweise sind sie in einigen Städten und Gemeinden schon abgesagt.
Dresden, Zwickau, Plauen. Der Lockdown hält an und wird wahrscheinlich noch verschärft. Doch die Menschen sehnen sich nach Normalität, etwas Vertrautem und wollen das Thema Corona auch einmal ausblenden. Deshalb versuchen die Städte im Rahmen des Möglichen und Erlaubten etwas weihnachtliches Flair in die Innenstädte zu bringen. Angefangen mit dem traditionellen Weihnachtsbaum auf den Märkten bis hin zum Schmuck in den Straßen. Auf dem Zwickauer Hauptmarkt findet man noch den großen Schwibbogen, eine Pyramide, eine Schaugrippe und die Märchenbuden. Auch ein Imbiss ist noch aufgebaut. In Plauen geht man einen Schritt weiter. Dort haben sich einige der Händler, die sonst auf dem Markt stehen würden, Gedanken gemacht, wie sie den Bürgern ihre Waren vor Ort anbieten können. Sie haben sich entschlossen, verteilt übers Innenstadtgebiet ihre Buden im weiten Abstand aufzustellen. Dafür haben sie eine Sondernutzungserlaubnis bei der Stadt beantragt und erhalten. So können die Plauner hier neben Süß- und Backwaren auch Textilien und Geschenkartikel kaufen. Auch Glühwein wird es geben. Keine Frage, das macht die Innenstadt attraktiver, die Einhaltung der Corona-Richtlinien allerdings auch schwieriger. Was ist richtig, was nicht? Die kommenden Tage werden es zeigen. Egal, was man den Menschen zugesteht, am Ende sind wir es, die mit dieser Situation umgehen müssen. Ja, und auch wenn es sich nach einer Phrase anhört, das Beste daraus zu machen, Weihnachten ist weitaus mehr als Festbeleuchtung und Budenzauber. Das dürfte uns gerade jetzt klar werden. Werbung. Der Finanzmarkt ist turbulent und komplex. Ist Ihr Kapital geschützt vor Wertverlust, Inflation und Negativzins? Sind Altersvorsorge, Nachlass und Unternehmensnachfolge geregelt? DRH ist zu diesen Fragen für Sie da. Als Ihr persönlicher Finanznavigator agieren wir bankenunabhängig direkt an Ihrer Seite. Mit aktiv gesteuerter Vermögensverwaltung, fundierter Anlageberatung und umfassendem Family Office schaffen wir exzellente Aussichten. Seit mehr als 20 Jahren sind wir in Zwickau und Dresden zu Hause. Als Sachsens älteste private Vermögensverwaltung verstehen wir Ihre Mentalität. Wir sprechen eine Sprache. Diskretion und Professionalität zeichnen uns aus. DRH Vermögensverwaltung, Ihr Kapital exzellent verwaltet. Günstiger als du denkst. Die Allianz Autoversicherung. Auch für Oldtimer, Wohnmobile und Motorräder. Jetzt informieren. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich möchte heute präsentieren unser Zwickauer Produkt. Das ist eine Pflege- und Reinigungsmittel für Ihre Brille. Für Kunststoffgläser, entspiegelte Gläser, für alle Art Gläser entwickelt worden, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Parfüm. Wer hat Interesse? Das geht ganz einfach. Wir sprühen von beiden Seiten und das machen wir nicht jeden Tag. Zweimal in der Woche, das reicht. Mit erster Kosmetiktuch bitte Belege abziehen, nicht reiben. Diese Fehler machen wir fast alle, weil dann reiben wir ganzen Schmutz von einer Ecke in die andere. Belege bitte von einer Seite in die andere einfach abziehen. Und mit zweiter Kosmetiktuch bitte nicht vergessen, nachpolieren. Und bei Polieren merken Sie schon selber, Ihre Oberfläche von den Gläsern ganz glatt. Das heißt, alles was glatt, nimmt nicht so schnell Schmutz auf. Das heißt, Fett, Staub abweisend, im Winter leuchtet nicht mehr an. Oder jetzt, wir tragen alle Maske zum Einkaufen, zum Besuch.
Gläser bleiben immer super klar, beschlägt nicht. Und heute haben wir extra Preis gemacht. Das heißt, Sprühflasche vollgefüllt mit 30 ml drin und Nachfüllflasche mit 50 ml gefüllt reicht für eine Brille gut ein Jahr. Kostet für Sie heute nicht jede Flasche 19,90 Euro, sonst ganze Set 19,90 Euro. Erhältlich in Connys Deko-Studio in der Schumannstraße 8 und bei Lamirage City am Marienplatz 1 in Zwickau und im Kaufland Steinpleis. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Laut Statistik wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am heutigen 25. November soll mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Tagtägliche Gewalt findet oftmals direkt neben unserer eigenen Haustüre statt. Vor allem Frauen und Mädchen werden insbesondere durch physische, psychische oder sexuelle Gewalt unterdrückt. Auch Stalking und Belästigung gehören dazu und sind keine Kavaliersdelikte. Nicht selten werden aber auch Kinder und Männer zu Opfern. Durch die Corona-Krise und die damit einhergehende soziale Isolation hat sich die Lage noch einmal deutlich verschärft. Ein weiterer Schwerpunkt sind Zwangsverheiratung und Frühehen. Obwohl Zwangsverheiratung in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird, werden nach wie vor Mädchen und Frauen in Deutschland gegen ihren Willen verheiratet. Der heutige Tag soll nicht nur Betroffene, sondern auch Täter ermutigen, Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Zahlreiche Beratungsstellen bieten Hilfe und Unterstützung an. Sie zeigen ihnen Wege aus ihrer Notlage und machen Mut. Persönlich oder telefonisch, vertraulich und auch anonym. Die Kontakte finden Sie im Internet oder auch über die Bürgertelefone der Landratsämter und Rathäuser. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Normalerweise hätten Musiker zu dieser Jahreszeit viel zu tun. Aber normal ist eben gerade jetzt so gut wie nichts. Darauf wollen wir aber jetzt nicht weiter eingehen, denn manchmal ist es einfach genug mit dem derzeitigen Thema Nummer 1. Das sieht auch die Band Happy Feeling so. Die Musiker hatten eine gute Idee, die wir gerne unterstützen. Liebe Zuschauer von TV Westsachsen, viele kennen uns sicher als die Happy Feeling Band, gerade zu dieser Jahreszeit von den Weihnachtsmärkten der Region. Ja, da dieses Jahr aber alles ein klein bisschen anders läuft und wir uns leider nicht sehen können, haben wir uns überlegt,
Wir wollen euch musikalische Grüße senden aus unserem Probenraum in Gospersgrün. Jede Woche werden Happy Feeling und wir von TV Westsachsen Ihnen einen musikalischen Weihnachtsgruß ins Wohnzimmer senden. Hallo, ich bin der Malte und ich habe mir heute zum Auftakt ein frisches, fröhliches Weihnachtslied gewünscht, und zwar das tschechische Lied Weihnachten steht vor der Tür. Für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Den Eispiraten Grimitschau ist es gelungen, den ehemaligen deutschen Nationalspieler Daniel Weiß unter Vertrag zu nehmen. Der 30-jährige Angreifer, welcher zuletzt bei den Iserlohn Roosters auf Torejagd ging, spielt nun an der Pleiße und soll den Kader von Eispiraten-Coach Mario Richer nochmals verstärken. In weit mehr als 600 DEL-Spielen konnte Daniel Weiß 159 Punkte erzielen. Darüber hinaus gilt er als guter Unterzahl- und Bulli-Spieler. Ab sofort soll der Center, der ebenso auf den Flügeln spielen kann, für Gefahr vor den Toren in der DEL 2 sorgen. In Grimitschau erhält Weiß die Rückennummer 57. Hallo liebe Eispiraten-Fans, hier ist eure neue 57, Daniel Weiß. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe hier in Grimitschau und wie ihr schon seht, bin ich gerade angekommen und freue mich jetzt morgen endlich das Team kennenzulernen und bin aufgeregt und freue mich natürlich endlich wieder Eishockey zu spielen. Werbung. Trotz Corona, Weihnachten kommt bestimmt. Verschenken Sie Verwöhnmomente und bestellen Sie Ihren Gutschein auch online oder per Telefon.
Wir beraten Sie gern und senden Ihnen Ihren Gutschein ganz bequem nach Hause. Ihr Team vom Terravel in Johannisbad. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Care-Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare-Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen, unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns. Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Donnerstag erwartet uns ein ähnlich freundlicher Tag wie heute. Wir starten mit viel Sonne. Am Nachmittag ziehen harmlose Wolken ins Sendegebiet. Mit Niederschlägen ist jedoch nicht zu rechnen. Das Thermometer klettert bis auf 9 Grad.
Bei ähnlichen Werten bleibt es am Freitag überwiegend bedeckt. In den Nachmittagsstunden zeigt sich gelegentlich die Sonne. Am Samstag dominieren Wolken den Westsachsenhimmel. Nur am Vormittag bekommen wir die Sonne zu Gesicht. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 10 Grad. Am Sonntag wird es ein Stück weit kühler. Bei Temperaturen um die 5 Grad zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt. Regen ist jedoch nicht zu erwarten. Das war Tag aktuell vom Mittwoch. Morgen sehen Sie bei uns die Zwickauer Stadtratssitzung. Tag aktuell gibt es wieder am Freitag. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.